Ja, hallo liebe Heimkinofreunde. Ich bin heute im Kino vom David, das liegt in der Nähe vom Starnberger See. Und der David hat mich gerufen, um seine Anlage richtig einzustellen. Ich habe jetzt hier eine manuelle Entzerrung vorgenommen, habe die Subwoofer an die Frontlautsprecher angebunden, den Frequenzgang angepasst und dann per Gehör den Rest eingestellt. Dazu, jetzt am Folgetag, habe ich noch den Sony VW270ES kalibriert und der David wird gleich in 10 Minuten ungefähr zu uns kommen und seine neue Anlage mal hören und auch das Bild beurteilen können. Und da sind wir doch mal gespannt, was er uns so zu erzählen hat. Viel Spaß dabei! Thank you.
Wie versprochen, der David ist jetzt gekommen und hat jetzt seine neue Anlage mal hören dürfen. Aber David, stell dich doch erstmal vor. Ja, hallo. Wie bist du zum Thema Heimkino zum Beispiel gekommen? Das liegt eigentlich in der Kindheit schon verborgen. Ja, so den Wunsch, seinen eigenen Raum zu haben mit seinen Spielsachen und so seine Lieblingsfilme schauen zu können. Okay. Jetzt bin ich mittlerweile 39, verheiratet, zwei Kinder und mit einem Eigenheim. Und ich dachte mir, okay, jetzt ist die einmalige Chance, jetzt baust du ein Heimkino. Also schon bei der Hausauswahl war für mich wichtig, okay, zu meiner Frau gesagt, du kannst das Haus rosa anstreichen, aber ich brauche einen Kellerraum mit Fußboden, Heizung und Lüftung und das ist dann mein Raum. Okay. Und wie du siehst, das ist mein Raum geworden. Ist auch sehr schön geworden. Also Dankeschön. Ich zeige es euch nachher nochmal im Detail. Auf jeden Fall, schon allein, wenn man hier reinkommt, sieht es ja wirklich toll aus. Was hast du denn hier für eine Sammlung? Wie bist du dazu gekommen? Also ich bin seitdem ich denken kann, bin ich Fantasy-Fan und vor allen Dingen Herr der Ringe. Ich fand die Bücher schon immer wahnsinnig gut. Und als dann die Filme Anfang 2000 rauskamen, dann haben die mich so gefesselt. Und ich bin Baujahr 82, ich war auch früher Star Wars-Fan und war aber schon so ein bisschen zu jung, um die Actionfiguren zu sammeln. Und ich bin dann halt, ich war immer schon Actionfiguren-Fan, bin mit He-Man, Masters of the Universe aufgewachsen. Ich fand die Actionfiguren von Tolbes Mattel einfach so genial von Herr der Ringe. Ja. Habe ich mir ein paar gekauft und das war so, ich sag mal, die Einstiegsdroge. Und mittlerweile habe ich, ich muss leider sagen, eine sehr exklusive Sammlung. Ich habe das jetzt seit 20 Jahren betrieben. Ja. Und ich bin fertig, weil ich habe jede Figur, ich habe jede äußerst exklusive Rarität und da bin ich auch stolz drauf. Und das ist so eine einmalige Sammlung. Bin da auch sehr gut in Kontakt mit den Sammlern weltweit. Mhm. Und für mich war dann die Herausforderung, jetzt hast du zwei Hobbys, Actionfiguren sammeln und Heimkino. Und dann war für mich das Naheliegendste, ich bin jetzt auch kein Millionär und kann mir jetzt nicht ein riesen Heimkino-Areal leisten mit Vorraum, aber ich habe es halt dann integriert. Das musst und du sagen, meine Frau ist Lichtplanerin, das sei erwähnt, die hat die ganze Lichtplanung gemacht. Also das Licht ist alles tipptopp. Jeder Winkel ist so ausgeleuchtet, wie es, glaube ich, gedacht war. Es gibt nirgendwo einen Übergang, einen Schatten und so weiter. Richtig gut gemacht. Genau, und ich habe quasi hier mich ausleben dürfen, habe dann bis auf die Vitrinen und die Schränke, das habe ich von einem namhaften Möbelhändler. Ansonsten habe ich eigentlich alles selbst gebaut, selbst konstruiert und bin da auch schon stolz auf mich, dass ich bin ja Controller von Beruf. Ja. Ich habe ja nichts mit Handwerk zu tun, aber habe irgendwie ein handwerkliches Geschick. Definitiv, also die Verarbeitung ist tipptopp, die Übergänge komplett sauber, wo man hinfasst. Da gibt es keine Stellen, die irgendwie geschlammt oder gespludert wären. Das macht den Controller aus. Der Controller ist ja pedant, Perfektionist und mir kommt es da schon auf den Millimeter an, auch wenn es dann länger dauert, aber so bin ich halt. Das sieht man aber auch wirklich. Ja, hat Spaß gemacht zu bauen, auch wenn es sehr zeitintensiv und anstrengend war. Ja. Wie lange hast du gebraucht? Ich habe 9 Monate gebraucht und eigentlich jedes Wochenende. Samstags war dann immer Kappsägentag und für den Bohrhammer und dann unter der Woche dann halt abends, wenn die Kinder im Bett waren, dann noch von 8 bis um 11, 3 Stunden halt hier noch getüdelt. Ja, kannst du den Zuschauern mal erklären, wenn du sagen möchtest, wo man da preislich ungefähr liegt? Weil du sagst ja, das sind exklusive Stücke. Ja. Das wird ja wahrscheinlich preislich sich auch ein bisschen auswirken. Dann schauen wir es uns mal an. Also das ganz oben steht der wirkliche Heilige Gral. Das ist der einzige südkoreanische Giftpack. Man sieht es hoffentlich an den Schriftzeichen. Den gab es auch wirklich in Südkorea, aber es gibt ihn jetzt verpackt. Also versiegelt gibt es ihn nicht mehr momentan. Mhm. Und das ist, wie gesagt, der einzige. Wenn jemand Sieden sehen soll bei eBay, bitte zuschlagen oder mir Bescheid sagen. Dann haben wir hier die 3 Burger King Urukais. Die sind damals bei Burger King USA quasi als Giveaway mitgegeben worden. Sogar noch mit dem, mit dem Flyer, wo man sich dann eben anmelden konnte bei Burger King, dass man gerne so ein Figürchen haben möchte. Okay. So, und dann seht ihr hier die 6 Walmart Exclusives. Das war in Quebec in Kanada, war das ein Deal zwischen Tolbes Mattel und Walmart. Quasi auf dem Wühltisch hat man eben nochmal so diese Wave von 6 Figuren aufgelegt. Ich bin mit einem belgischen Sammler der Einzige, der diese Sammlung komplett hat von den 6 Figuren. Wahnsinn. Und im Hintergrund sind sogar noch 3 doppelte Exemplare, wo ich mir jetzt überlege, was ich mache. Ob ich sie quasi dem Sammlermarkt zuführe oder ich weiß es noch nicht. Naja, und dann hier seht ihr den offiziellen Heiligen Gral. Das ist die Red Box Arwen and Aspheros.
Das hat, ich glaube, eine Auflage von 300 Stück. Und Gott sei Dank wurde das, warum auch immer, nur in Deutschland veröffentlicht. Also es gab es bei 3 Online-Stores, gab es diese Packung. Mhm. Und inoffiziell gibt es nur 300 Stück. Anscheinend ist irgendwas schiefgelaufen. Das Ding wurde auch, jedes Exemplar ist 2-mal geöffnet worden und mit Tesafilm wieder zugeklebt worden. Das ist ein Mysterium, was da damals falsch gelaufen ist. Auf jeden Fall, das ist wirklich der offizielle Heilige Gral. Bis vor kurzem, eben bis man gemerkt hat, dass es eben die beiden Packs eben auch noch gibt. Ja, und ich sag mal jetzt Marktwert aus der Hüfte geschossen, das ist im Januar verkauft worden für 1800 Euro das Stück. Mhm, wow. Und diese Walmart Exclusives, ich sag mal, da kann man 2000 Euro schon für bekommen, pro Stück. Pro Stück. Und 4 Stunden nach der Auktion, ich habe 120 Euro, das den südkoreanischen Pack geschossen, hat mir ein Amerikaner $5000 geboten. Wow. Da kann man schon mal schwach werden, wenn so ein Angebot kommt. Nee, bin ich aber nicht, weil... Da geht es ja gar nicht ums Geld, sondern um den materiellen Wert, genau. Sondern um den... Genau. Werte sind jetzt bei den Figurensammlern Schall und Rauch. Das kann halt nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Also wenn du halt jemanden findest, der dir den Preis zahlt, dann hast du halt einen Wert. Ja, nicht, na, nicht. Klar. Ist halt klar, Angebot und Nachfrage. Ne? So, kommen wir mal zur Technik. David, was hast du denn in deinem Heimkino so verbaut? Also ich habe im Rahmen meines Budgets, ich muss mir natürlich auch ein Budget abholen, habe ich mich für den 270er von Sony entschieden, als nativer 4K-Beamer. Und habe dann auf Empfehlung von einem sehr guten Freund, habe ich mich dann für die Yamaha MX-CX A5200 vorn in Stufenkombination entschieden. Und die Subwoofer habe ich über eine Behringer NX6000D. Ja, zeig doch mal. Wahrscheinlich sieht man es auf der Kamera nicht. Genau, aber die steht hier wir unten. Zeigen das gleich mal. Ich habe ja Detailaufnahmen gemacht. Ja. Und ganz unten habe ich jetzt die Yamaha-Endstufe hin verfrachtet, weil die ja schon ein paar Kilo wiegt. Mhm. Ja, und dann dein goldener Tipp war natürlich das T-Rack DSP 408. 2 Stück an der Zahl aus dem Hause Thomann. Genau, den empfehlen wir gerade relativ häufig. Erstens, weil er lieferbar ist oder war zumindest. Aktuell sind es aber die Lieferzeiten von 10 bis 13 Wochen. Aber man hat halt alle technischen Möglichkeiten, um von der akustischen Seite alles einzustellen. Die Notwendigkeit, warum man das überhaupt braucht, ist, weil die Yamaha schon einen richtig guten Schritt macht mit parametrischen Equalizern. Man kann halt manuell Sachen entzerren. Das Problem ist aber immer, man hat keine Filtercharakteristik, die man wählen kann. Bedeutet, das Filter, zum Beispiel bei einem Hochpass, fällt halt mit 12 dB pro Oktave ab. Man hat keine Möglichkeiten, dann die Phasenlage zu den Lautsprechern richtig anzupassen. Das heißt, man kann es bloß über die Laufzeit machen und das ist aber nicht gut, also unseres Erachtens nicht gut genug. Und deswegen setzen wir auf externe Lösungen, um das halt perfekt einstellen zu können, dass wir das Werkzeug haben, um damit arbeiten zu können. Genau. Und Lautsprecher habe ich aus dem Hause Orbit Sound. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Das Grinsen ist jetzt im Gesicht, jetzt wo du hier warst. Jetzt hast du es ja mal kurz gehört. Also David hat jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten gehört. Und wie ist denn dein erster Eindruck? Jetzt auch im Vergleich zu gestern. Gestern hat man ja das Ausgangssetup, dann hat man schon ein bisschen was gemacht. Und heute hat man den Rest per Gehör angepasst. Was sagst du denn? Ja, Wahnsinn. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Ich habe es nicht geglaubt. Ich bin ja berufswegen Zweifler und sage, naja, schauen wir erst mal, was da rauskommt. Na klar. Aber ich muss sagen, also Bild und Ton ist wirklich eine andere Liga. Ja. Also ich habe es auch schon kurz angekündigt. Also der Beamer war halt deutlich verkurbelt. Also das Gamma war nicht angepasst und es war auch nicht auf die Leinwand kalibriert. Das hat man jetzt natürlich korrigiert und jetzt hat man die richtigen Werte. Also auf die 65 haben wir natürlich kalibriert. Mit dem akustisch transparenten Tuch von Elite Screen. Genau. Und die Werte sind jetzt einwandfrei. Wir haben eine Abweichung von unter 1,9% und vorher hat man eine Abweichung von 12, noch was Prozent. Ja, genau. Und das sieht man jetzt auch, also ohne Messequipment vom Bild her. Und tontechnisch ist es jetzt auch so, dass man Details halt besser rausarbeiten kann im Film, auch bei Stereo. Und die Bassanbindung ist halt auch da bei Stereo. Das heißt, der Bass ist nicht aus. Bei Stereo. Es läuft nicht über die Frontlautsprecher alleine, sondern der Subwoofer ist immer mit eingebunden. Genau. Es wird Spaß machen. Ich glaube, ich muss mein Abendessen heute Abend absagen. Genau, dann wünsche ich dir viel Freude natürlich mit deiner neuen Anlage. Und für euch sei gesagt, wir bieten jetzt auch Remote-Einmessungen an. Das heißt, ihr bekommt Messequipment zugeschickt, wenn ihr keins habt. Und dann tut man sich per TeamViewer oder andere Software draufschalten und das per Fernwartung einstellen.
Da kann man die meisten akustischen Fehler sehr gut rauslesen. Also nicht, dass ihr denkt, man muss da immer vor Ort sein. Vor Ort ist natürlich dann schon die Königsdisziplin, weil man es natürlich dann hört und die Erfahrungen dann halt da sind, um Fehler rauszufiltern. Das fehlt bei der Remote-Einmessung natürlich schon ein bisschen, aber die groben Schnitzer, ich sag mal 80-90% des Höreindrucks bekommen auch per Remote hin. Dafür ist natürlich der Vorteil, es ist deutlich günstiger, als wenn man jetzt vor Ort irgendwo hinfährt. Klar. Das sei nur dazu gesagt, da wird es wahrscheinlich demnächst auch mal ein Video geben, um die Details ein bisschen klarer zu machen. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei dir, David. Ich bedanke mich bei dir, Nils. Also toll, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Danke, sehr schön. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.